Die Bietenkranialtherapie ist eine manuelle Therapie, kombiniert mit Achtsamkeit, mit Herzenergie. Wir sind angehalten, über unsere Herzenergie zu arbeiten, mit der Achtsamkeit zu arbeiten. Ein Teil der tibetischen Kranialtherapie ist, dass wir ausschließlich am Kopf mit den 22 verschiedenen Schädelknochen arbeiten, in der Tiefe gehend mit der Liquorflüssigkeit, mit der Duramata, und hier es uns ermöglichen, neue Wege zu eröffnen, Tore zu öffnen, Schleusentore zu eröffnen, die entstanden sind durch Blockaden, durch Unfall, durch Operationen, diese Dinge. Also der wesentlichste Unterschied der Tibetan-Kraniotherapie zur klassischen Kraniosakraltherapie ist für mich die Position des Therapeuten. Und wir orientieren uns hauptsächlich nach den Pulsen. Es gibt so circa 200 Pulse, die wir am Kopf nehmen, nach denen wir uns orientieren und intuitiv geführt werden, wie wir Griffpositionen am Schädel, am Kranium setzen. Der buddhistische Hintergrund in der Tibetan-Kranialtherapie deshalb, weil die Therapieform ihren Ursprung in Tibet hat. Tibet ein buddhistisch geprägtes Land ist, und hier dieser Zusammenhang des Mitgefühls, die Achtsamkeit des Herzens, Achtsamkeit der Mitmenschen gegenüber, der Tiere, der Pflanzen, das sind Grundlehren des Buddhismus. Und über dieses Mitgefühl sind wir ja fähig, als Menschen in die Liebe zu gehen oder Liebe zu lernen.